Paul. Tim. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Also ich habe jetzt gerade während unserer Pause natürlich die Matches hin und wieder mal mitverfolgt und wir haben wirklich, wirklich viel zu erwarten, denke ich, ja, von den kommenden Matches. Sehr, sehr cool, sehr spannende Matches bisher gesehen im ganzen Stream. Sehr gute Kämpfer vor allem. Also, oh ja. Das wird interessant. Und wir sehen auch direkt die Teams. Möchtest du mit deiner Seite anfangen, dass da was an deinem Kopf rumschwebt? Andere Seite. Wir sehen, bei mir auf der Seite sind wir Standard. fast Standard. Demeteros, Magiane, Capofala, Tentanzel, Caporigi und Kamerupt. Das ist ziemlich cool. Das scheint auch das Team von Waver zu sein, weil da oben die Abstimmung noch genau, ist. Genau, wie Waver gegen Felix, beide schon on-stream gesehen, beide schon sehr begeistern können durch ihre spielerischen Kompetenzen. Das stimmt. Wird auf jeden Fall ein vielversprechendes Match. Genau, bei Felix sehen wir das Hutsasa, Kaleo, Reuniclus, Mamoswine, Sheox und Lanris. Das ist nicht sogar das Team, was er schon benutzt hat. Ja, das oder haben wir schon mal gesehen. Doch. Da hatten wir drüber gesprochen, dass Mamoswine so eine große Bedrohung für das gegnerische Lando und generell das Team war. Ich glaube, es war gegen Skykiller. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber da hat das Mamoswine sehr, sehr viel Work gemacht. Schauen wir mal, wie es jetzt aussehen wird. Ja. Kamerupt. Ich freue mich auf Kamerupt. Ist auf jeden Fall sehr stark. Ich finde, wir haben so richtig schöne Zierden heute in den Teams. Wir haben sehr oft heute schon den Caporigi Resadero Core gesehen. Wir haben Magiana und Demeteros in der Kombination schon oft gesehen. Und dann zwischendrin immer sowas wie Zumpex. Vorhin Mega Beowulf. Und jetzt Kamerupt. Kamerupt ist auf jeden Fall ein Pokémon, das man nicht unterschätzen sollte. Denn, auf keinen Fall. Natürlich, der Speed ist halt so das Problem. Das kann man aber durch gewisse Mechaniken natürlich ganz schnell umdrehen. Richtig. Und wenn es dann erstmal in so einer Situation ist, ist es gefährlich, auf jeden Fall. Also gerade bei Felix Team, musst du jetzt mal überlegen, wenn wir dieses Matchup zum Beispiel hätten, Kamerupt gegen Among Us, oder generell ein sicheres Matchup für Kamerupt, wenn es voll ist, mega Kamerupt. Ja, wenn das ein Fireblast rausbekommt. Oder Heatwave wäre natürlich super nice für das TPP-Motto. Wechseln wir da was rein. Sheer Force, Stab, kolossaler Spezialangriff. Absolut insane. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt so. Alles klar. das ist halt so ein bisschen. Also nicht gleich vergleichbar mit Kyurem, aber so, es ist ein Powerhouse, sagen wir es so. Ja. Und das ist halt häufig ein Problem mit diesem Pokémon. Erstmal da einen Switch in reinzufinden, natürlich ist da wieder der Vorteil, man ist halt meistens schneller. Mhm. Aber trotzdem, auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Da bin ich sehr gespannt, was das hier so leisten wird. Auf jeden Fall. So, ich predikte einfach den obligatorischen Landorus Elite auf den jeweiligen Seiten. Es ist halt, Landorus ist halt so ein Pokémon, du kannst irgendwie immer damit liegen. Ja, es ist okay. Ist nur nervig, wenn beide mit Landorus anfangen, weil du musst abwägen, ja. Ja, Hidden Power Ice, was für ein Set und so weiter, ganz genau. So, das Match beginnt. Erste Semifinal, genau. Ja. Dann schauen wir doch mal. Und auch die Abstimmung der Zuschauer ist sehr ausgeglichen bis zu dem Punkt hier. Es verspricht, spannend zu werden. So. Aber wir sehen direkt Mamoswine und wenn hier wirklich das Lando kommt, wie gesagt hast, ich wollte gerade sagen, Koko-Kracher. Aber es ist Chapo Koko. Das glaube, klingt nach einer großartigen Digimon-Anspielung, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die Leute wollen nicht mehr mit Landorus anfangen. Nee, offenbar nicht. Aber trotzdem, Mamoswine, hier auf jeden Fall eine Gefahr. Weil Tapu Koko, klar, kann Schaden raushauen, aber nicht unbedingt hier den Kill. Nicht den Kill holen, ganz genau. Und ich glaube nicht, dass er direkt seinen Tapu Koko hier auch. Ich denke auch, dass Waver genug Ressourcen hat, um Mamoswine zu checken. So in Hinsicht auf Tapu Fini und Tentanzel zum Beispiel. Genau. Deswegen. Und das denkt sich Felix auch. Geht deswegen in den Mungus. Spielt die Kernwende, das ist sehr, sehr gut. Also man sieht ja auch Voltwechsel drauf, aber ja. Kernwende ist viel besser, weil du damit, also in dieser Situation natürlich. Genau, wir haben zwei Ground-Types im Gegnerteam. Du kommst generell um gegnerische Demeteros herum. Ist sehr appreciated. Muss dir halt keine Sorgen darum machen, dass irgendwas passiert. Und wir sind direkt das Kamo mit dem wunderschönen Namen Timo. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Das Matchup, ja genau. Mungus gegen Kamo. Ich weiß gerade nicht genau, wie schnell Amungus ist. Also, wir reden hier von 30er Speedbase ungefähr, glaube ich. Sind beide. Also, es könnte sogar sein, dass beide die gleichen. Ich meine es nämlich so im Kopf zu haben. Kann gut sein. Ist auf jeden Fall interessant. Mhm. Aber trotzdem, ich glaube einfach, dass Waver hier
sehr viel Druck mit seinem Kamerup machen kann. Das ist halt die Sache. Er hat eine Fire Resistance in dem Team. Also abgesehen von, nur eine Fire Resistance in dem Team und die ist Keldeo. Und Keldeo tankt halt ohne Setup nicht wirklich viel vor diesem Kamerup. Also wenn jetzt eine Eruption beispielsweise rauskommt, würde es immer noch unendlich Schaden machen. Du kannst davon ausgehen, dass dieses Kamerup mit einem mäßigen Wesen oder mit einem Spezialangriff Oder ruhig wird ja auch schon mal gespielt, solche Wesen. So, aber wir sehen jetzt erstmal das Mega Kamerup. Wunderschön. Und Delegator. Oh boy. Sehr schön, sehr schön. Weil so macht er sich halt ganz sicher und kann erstmal gucken, was wurde reingeschickt und kann einen Hit abfangen. Das ist echt gut. Ja. Und umgeht auch so ein bisschen dieses Problem bei. Genau, könnte jetzt, wenn er Lust hat, sogar Rock setzen. Halte ich aber für unwahrscheinlich in der Teamkonstellation. Aber er wechselt in Lando. Wahrscheinlich, um die Earth Power abzufangen. Gut möglich. Und wir sehen Naturkraft. Okay. Wird das nicht eine Elektroattacke? Ja, genau. Wow. Das sehr, ist eine cool. Unfassbar coole Strategie. Das ist dafür mal einen großen Applaus. Das finde ich super cool. Also im Naturkraft im Elektrofeld, um Wasser-Pokémon zu checken. Im Grunde hat Felix jetzt kein Pokémon, was irgendwas von Kamerup resistiert. Ja. Und ganz selbst Landorus kann jetzt auch nur einmal angreifen. Und hinterm Sub ist es halt umso gefährlicher, weil irgendwas muss jetzt einen Hit tanken, sofern der Fireblast connected. Er kann auch nicht auf Kehrtwende gehen, weil Kehrtwende wird halt nicht den Sub brechen. Das heißt, er muss auf Erdbeben gehen, aber dann kriegt Landorus schon mal unendlich viel Schaden. Ja. Er geht auch für den Erdbeben, weil er muss den Sub loswerden. Ja, genau, sonst kommt er nicht weiter. Kamerup ist einfach eine riesige Gefahr. Unendlich. Das glaubt man gar nicht, wenn man das so hört, ne, oder? Aber es ist super faszinierend. Und das ist auch was das Ganze noch viel interessanter macht. Wir sehen erstmal Vollschirm. Trifft. Der connected. Und ganz knapp, ganz knapp, aber trotzdem. Wo war der Burn, fragen wir uns natürlich an der Stelle. Mit Sheer Force. Sehr, sehr krasser Schaden. Er hat natürlich auch noch so das Tapu Fini im Team. Das heißt, er hat zwei Möglichkeiten, um Naturkraft einzusetzen. Und daraus wird dann Mondgewalt. Auch super stark. Genau. Also, sehr kreatives Teambuilding, kann man nicht anders sagen. Bin ich super fasziniert von. Gefällt mir echt gut. Und auch das Landorus schon so hat angelegt, ist super gut. Vor allem, wenn er sich Landorus aufsparen will, kann er nicht einfach jetzt hier Free U-Turn spammen, weil der Switch in Tentantle kann jederzeit passieren. Richtig. Und das will Landorus besiegen. Plus, das Landorus von Waver gewinnt jetzt in allen Fällen gegen das gegnerische Landorus, was auch schon mal sehr angenehm für dieses Matchup ist. Auf jeden Fall. Alles klar, finde ich sehr erstaunlich, gefällt mir. Es ist der Hammer, was Kamerup gerade für den Druck aussieht. Genau, aber da ist wieder die Problematik. Okay, Felix weiß jetzt Bescheid. Genau. Kann sich darauf einstellen. Das war halt eine Überraschung. Es hat einen sehr schönen Überraschungseffekt. Mhm. Aber würde das nochmal so zulassen? Ja, genau. So, und da kommt jetzt ein Mamoswine rein. Wahrscheinlich den Landorus-Switch auch predicted, aber doch, es ist das Landorus. Okay. Landorus, ja. Sehr gut gemacht. Das wäre jetzt natürlich ein sehr starker Play gewesen. Wäre direkt nochmal für den Feuersturm gegangen. Aber das kann er nicht riskieren. Aber dafür ist Kamerup auch zu wichtig. Richtig. Und es wäre nicht hoher gewesen. Deswegen denke ich, ist das absolut okay. Ist natürlich jetzt nur kritisch für Waver. Also Felix hat ja gut pariert. Weil er darf da nicht die Eisattacke riskieren. Geht auch direkt auf die Kehrtwende. Ohne Rücksicht auf den Eissplitter. Wahrscheinlich, weil er jetzt denkt, okay, mein Landorus ist voll. -1 Angriff. Dann machen wir das einfach mal. Und jetzt kann er überlegen, auf was für ein Move für dieses Mamoswine gehen. Er könnte natürlich Eiszapfhagel einsetzen, Erdbeben, Knockoff oder Tarnsteine. Alles eigentlich ganz solide. Tarnsteine trifft alles, resistiert bis neutral im Waver's Team. Ist aber, denke ich, gerade für Kamerup ganz gut. Richtig, also das Ding so schnell wie möglich wegzubekommen, ist ja auf jeden Fall relativ ganz wichtig. Genau. Weil wenn das nochmal einen Zap rausbekommt, wird halt ein Mon entweder wieder super viel Schaden bekommen oder gleich besiegt werden. Ja. Wie wir es gerade bei Landorus gesehen haben. Also wenn der Sub einmal steht, dann wird es wirklich kritisch gehen. Wobei ich glaube, dass Felix jetzt auch damit rechnet und dieses Kamerup nicht mehr so leicht einen Sub aufsetzen lassen wird. Er ist darauf eingestellt, der Überraschungseffekt ist ein bisschen weg. Genau. Heißt aber trotzdem nicht, dass Kamerup hier immer noch Work machen kann. Die Sache ist halt, wenn du wieder dieses Matchup hast mit Uzasa, möchtest du dann, also denkst du dann, okay, ich lasse nicht nochmal hinter den Sub. Auf der anderen Seite musst du trotzdem noch den Fireblast fürchten. Das sind immer so die Mindgames, die man da berücksichtigen muss. Deswegen muss er halt versuchen, ein bisschen drum herum zu spielen und das Kamerup langsam aber sicher runterzubekommen. Gerade eben die Tarnsteine helfen jetzt dabei. Sehen wir die Rocks auf beiden Seiten. Ja. Reuniclus gegen Tentantle. Reuniclus' Fähigkeit ist halt sehr, sehr angenehm in dem Matchup gegen Tentantle. Dadurch, dass es keinen Schaden durch passiven Status bekommt. Ja, stimmt, das stimmt. Ebenso auch wie Tarnsteine. So, Wechsel in Tapu Fini. Mhm. Ja, und Reuniclus hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist schnell mal sich hier am Boosten. Ja, so und jetzt. Das kann schnell gefährlich werden. Und gerade Tapu Fini ist die Frage, was es dagegen machen möchte. Tapu Fini hat jetzt auf den ersten Blick nicht so viele Optionen. Es hat halt Taunt und es hat Naturzorn.
was halt prinzipiell gegen Stork ganz gut funktioniert. Wobei Reuniclus ist ja nicht Stork. Das ist das Problem. Es ist einfach nur ein bulky Setup. Sich um okay, wir sind Taunt, genau das, was du angesprochen hast. Gedankengut und Genesung außer Kraft zu setzen. Es boostet dich halt so lange, bis es halt wirklich absolut stark ist und man nicht dann vorbeikommt. Genau, genau. Und deswegen war es auch sehr gut, dass Felix hier direkt angegriffen hat, weil ich glaube, er hat schon damit gerechnet, dass er hier irgendwie was in die Richtung Taunt abbekommt. Ja, ja. Ich glaube, sie waren gerade so ein bisschen schockiert davon, wie viel Schaden dieser Psyshock gemacht hat. Es war kann Reuniclus einfach nicht unterschätzen. Das Ding haut rein, wenn es sich erstmal boostet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, jetzt halt die Sache. Okay, er lässt Kapukima auch hier drin, geht auf die Mondgewalt. Vielleicht kriegt er den Spätz Angriffsdrop, aber nein. Ich denke, okay. Ich weiß nicht, ob es noch einen Psyshock überlebt. Tatsächlich? Ja, ganz knapp, okay. Aber durch die Runde ist halt prinzipiell nichts gewonnen. Ich glaube, ich finde es kritisch, weil Reuniclus verliert nicht wirklich viel an KP. Hat Leftovers halt sich dagegen. Ja. Und Kapukime ist eigentlich echt noch gut gegen Marmoswine und das gegen ich halt Keldeo auch. Gewesen. Genau, das finde ich eben auch. Deswegen. Aber jetzt ist es halt wirklich nicht mehr ganz so. Ja, vielleicht der Switch in Magiana auf dem Psychoshock wäre eine Option gewesen. Ja. Gerald da ist auch nur ein Gedankengut bisher drin hat, aber so verliert er schon mal das Kapukime, danke. Ja. Okay, wird interessant, wie er jetzt darauf antworten möchte. Taunt ist weg, das heißt, er muss jetzt gucken, dass er wieder direkt angreift. Und da ist jetzt Kamo, glaube ich, auch nicht die Option. Generell, also in der Offensive sehen wir nicht viel gegen Psychic-Types, generell in Wavers Team. Also Reuniclus. Es sind gerade irgendwie die langsamen Pokémon, die hier den größten Druck ausüben mit Kamerupt und Reuniclus. Ja, vor allem, wenn man gerade nichts dafür parat hat. So, Landorus ist, glaube ich, noch eine der besten Antworten auf jeden Fall. Genau, genau. Muss sich aber darauf einstellen, dass es hier auch schon bei plus 1 sehr, sehr viel Schaden bekommen wird. Außer man sprengt sich einfach in die Luft. Das löst natürlich einfach alle Probleme. Alles klar, Reuniclus kriegt die Explosion ins Gesicht und es reicht nicht aus. Hat nicht mal gereicht. Wenn jetzt Genesung kommt. Oh mein Gott, Pferd, sehr, sehr gut gespielt von Felix an der Stelle. Auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt tatsächlich eher mit einem Abschlag gerechnet. Ich auch. Da wäre auch Genesung in jedem Fall der beste Play gewesen, weil dann verlierst du zwar dein Item, aber heißt sich wieder hoch und Abschlag macht in der nächsten Runde wieder weniger. Das heißt, das war tatsächlich nicht mal wirklich Worf. Ja, wir sehen hier gerade, also Waver ist jetzt sehr unter Druck. Er hat gerade zwei seiner, zwei sehr wichtige Pokémon in diesem Matchup verloren gegen nur dieses eine Reuniclus. Richtig, und da stehen noch eine ganze Menge andere Pokémon. Ja, richtig. Und, er hat jetzt noch drei seiner Pokémon sind spezielle Angreifer. Und, also im normalen Fall, natürlich kann man auch Kapo, Riki physisch spielen. Wir haben schon die U-Turn gesehen. Das war ja mal früher so ein Ding, ich weiß gar nicht, ob das noch so aktuell ist, aber Z, Stromstoß, Kapo, Riki gegen Magiana. Nämlich eigentlich auch noch eine Möglichkeit. Genau. Wir haben noch keinen Set-Move gesehen von Waver. Genau, kann halt auch mal. Aber trotzdem, auf jeden Fall wird es hier ein bisschen brenzlig. Auf jeden Fall, ja. Er kann auch immer noch rauswechseln. Genau, er hat zwei Ground-Types und wenn er wirklich Z-Stromstoß spielt, kann das hier perfekt abfangen. Genau, genau, das ist das Ding. Aber die Tarnsteine, gut. Er möchte jetzt natürlich einfach nur den freien Switch haben, möchte vielleicht gucken, ob jetzt ein Z-Move gedroppt wird. Und es kommt nur der Donnerblitz. Okay. Das war für Waver dann doch zu offensichtlich. Gut, beide haben ihre Demeteros verloren. Beide haben jeweils noch einen Ground-Type. Das stimmt, aber Reuniclus, wie gesagt, großes Problem. Auch, großes Problem, auch ohne Boost. Es kann sich halt sehr schnell boosten. Und sich dann halt wieder gerade im Matchup gegen Tentantle ist es sehr gut. Waver hat noch ziemliche Powerhäuser. Wenn das ein offensives Kapuriki ist, im Elektrofeld macht ein Donnerblitz viel Schaden. Kamerupt haben wir schon angesprochen. Magiana hat auch vom Typing her eigentlich ein sehr angenehmes Matchup. Das sind die Pokémon, wo es ein bisschen kritisch werden könnte, aber deswegen muss Waver umso besser mit auf Tentantle aufpassen, dass das nicht zum Setup-Vorder für Reuniclus wird. Richtig, richtig. Genauso andersrum Kamerupt und Hutsasa, dass die sich nicht begegnen, also aus Felix' Sicht. Genau, genau. Dann kommt wieder der Sub und alles wird schrecklich. Gut, da haben wir schon mal Hutsasa. Aber Mungus ist halt wirklich gut gegen Tapu Koko, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite ist er natürlich jetzt auch darauf eingestellt, dass Kamerupt reinkommen kann und wieder Sub drücken kann und viel Druck aufbaut. Ja, jetzt halt hier die Sache, okay, er wechselt straight raus. Sind wir vielleicht sogar gechoiced mit diesem Kapuriki, weil wir vorhin ja schon mal die Kehrtwende gesehen haben. Ja. Der Switch in Tentantle, wenn das jetzt, okay, ich hatte gerade kurz die Vorstellung, stell dir vor, das wäre predicted worden mit dem Switch auf Reuniclus. Das wäre großartig, aber ja,
alles okay. Tentantle, beste Antwort eigentlich auf das Ding, ja, außer wir kommen eine Hidden Power Fire. Ist ja auch immer noch möglich. Ja, Hidden Power Fire, davon abgesehen können die beiden sich halt nun leider nicht wirklich viel tun. Genau, deswegen wird es jetzt gerade sehr interessant, wie sie beide hier fortfahren. Richtig. Weil potenziell könnte er zurück in Reuniclus wechseln. Genau. Wie du schon sagtest, also da macht Tentakel... Und das tut er auch. Vielleicht sehen wir jetzt den Knockoff auf den Switch in Reuniclus. Vielleicht sehen wir auch den Kamerup-Switch. Oder wir sehen einen Double. Und da kommt... Das ist der Kamerup-Switch. Da kommt Timo wieder. Ich habe mir gedacht... Super gut. Ja, ja. Es ist schön, dass wir genau über diese Pokémon, gerade über diese vier Pokémon geredet haben. Richtig, genau. Aber jetzt mal in diesen Matchups. Ja. Das heißt, das sind jetzt gerade so die zwei Pokémon aus beiden Sichten, die am gefährlichsten... Und genau das Matchup haben wir auch ganz am Anfang schon in der Team-Preview angesprochen gehabt. Welches Pokémon ist langsamer? Das stimmt. So viele langsame Pokémon, wo ist der Bizarre? Battle of the Slowest. Da bin ich mal gespannt. Also, die Sache ist die, klar. Ich bin mir auch nicht sicher, ob eins von beiden das andere direkt one-shotten kann. Ich glaube, Kamerupt auf jeden Fall nicht. Reuniclus bin ich mir unsicher. Aber die andere. Sind wir wieder Keldeo. Frage: Wie reagiert Waver? Er reagiert mit dem Feuersturm. Und der auch connected. Wird auf jeden Fall guten Schaden machen. Ja. Die Menge fordert den Burn, der kein Burn. Nicht kommen nicht. Kann durch ist Ruhe Gewalt. Ist noch nicht die Zeit. Ach ja, schon, da war was. Ruhe Gewalt. Burn ist nicht möglich bei Kamerupt. Wäre ein Grund gewesen, Kamerupt nicht mega zu entwickeln. Für den Burn, das ist der Play. Alles nur fürs Meme. Ja, aber genau das ist das Ding. Kamerupt drückt auf alles immensen Schaden, auch wenn es resisted ist. Keldeo als einziger Water-Type. Ist da nicht sehr mal schwer. Die Naturkraft unbedingt nötig. Genau. So, jetzt hier der Switch in Tentantle. Und die Z-Wasser-Attacke. Ob er das wohl predicted hat? Vielleicht aus Foaming-Matches schon mal irgendwo mitbekommen? Ich bin mir gerade unsicher. Ich frage mich, warum er für den Z-Water-Move geht, tatsächlich. Weil er hätte auch, glaube ich, einfach nur den normalen Water-Move. Also für Kamera war das auf jeden Fall nicht bestimmt. Z-Wasser-Attacke. Nee, die reicht ja so oder so aus. Ob das jetzt irgendwie auf Magearna oder Tapu Koko erst geplant war. Wobei gegen Magearna wäre er schneller gewesen und hätte normal auf den Move gehen können. Hätte ja, mehr Schaden rausgeholt. Aber es macht trotzdem einen guten Schaden auf den Tantor, muss man sagen. Auf jeden Fall. Und man muss natürlich bedenken, das ist immer noch ein Kampf-Pokémon. Aber die Frage ist, wie Tentantle das aushalten kann, wie es vor allem investiert ist. Okay. Ja, ist schwierig. Gerade wenn Tentantle weg ist, wird Amoongus sehr viele Probleme bereiten. Und eine andere Sache ist natürlich, wenn Tentantle jetzt angenommen hier überlebt, wir schauen mal, wird es überleben, dann kann ich weiterreden. Okay, ah, schade. Dann ist egal. Critical Hit. Weil das Ganze hätte Felix sich auch zunutze machen können. Wenn Tentantle überlebt, das Keldeo besiegt, kann er wieder in Reuniclus gehen. Genau, genau. Das wäre tatsächlich sogar kritischer für Waver gewesen. Aber gut, der Crit, ich weiß jetzt nicht, ob er gemannert hat. Aber okay. Das ist ja wieder ein Kaporiki. Das Problem ist halt dieses Mamoswine, das immer noch da ist. Deswegen kann man hier nicht einfach den Elektro-Move raus spammen. Das stimmt. Und natürlich auch, er könnte auch immer noch in Amoongus gehen. Ja. Muss er sich überlegen, ob er jetzt sein Keldeo riskieren möchte oder ob er direkt mit der U-Turn Keldeo wird sich noch für Kamerupt für das Matchup aufbewahrt. Ich denke, die U-Turn bietet sich hier sehr gut an. Weil er hat gesagt, Amoongus und Mamoswine und Switch. Denke ich auch. Und dann wieder Kamerupt reinzubekommen. Genau, und jetzt haben wir es wieder. Jetzt wird sehr wahrscheinlich Kamerupt wieder reinkommen und das Matchup beginnt von vorne. Genau, und jetzt wird es interessant. Wie reagiert Felix? Also gerade Felix hat ja in den letzten Matches auch bewiesen, dass er sich gut auf den Spielstil des Gegners einstellen kann. Wie wird er jetzt mit der Situation umgehen? Er radelt ja wieder den Sub, denkt er direkt einen Schritt weiter. Jetzt wird's interessant an der Stelle. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich lasse mich mal überraschen. Ja. Ich denke mir meinen Teil. Er geht tatsächlich raus. Sie wählen ihre Moves auch sehr schnell tatsächlich an der Stelle. Er geht tatsächlich raus. Finde ich interessant. Ja, weil selbst ein Fire Blast, wenn er connected sollte, reichen. Reicht aus. Und er trifft. Das ist sehr gut für Waver an der Stelle. Ja. Ja, okay. Ist interessant, weil wir für den Sub gegangen. Ich glaube, es wäre auch nicht mal wirklich der Play gewesen. Ich sehe aber gerade, dass Felix jetzt hier mit Mamutel sehr viel Druck ausüben kann. Das stimmt. Nur noch Ground Weaknesses da sind. Sehr effektiv. Oh, Mamutel ist natürlich jetzt hier sehr, sehr kritisch. Die Sache ist, die Sub wäre absolut kein Play gewesen. Weil er kann rauswechseln und würde dann den Sub auch direkt wieder weghauen und dann richtig eben auf dasselbe hinauskommen. Deswegen, Feuersturm war schon richtig. Ja, genau. Aber wie gesagt, Marmutel wird unendlich gefährlich. Kamerupt geht down. Schade. Ich war großer Fan von diesem Kamerupt. Ich denke, es hat aber trotzdem das Team von Felix ordentlich unter Druck gesetzt. Genau, das denke ich auch. So, jetzt die Frage, wie wird der Koko-Kracher hier reagieren? Das Marmutel ist noch über 50%.
Ja, aber wir... Grassnot wäre jetzt so das, was ich mir vorstellen könnte, um es zu besiegen. Wir können immer noch Z-Move sehen. Die andere Geschichte ist natürlich, er kann auch einfach rauswechseln. Ganz genau. Amoongus ist immer noch da, bietet einen durchaus sicheren Switch. Ganz genau, also Amoongus ist eigentlich hier safe. Aber er bleibt drin. Zauberschein reicht aus. Sogar okay. aus. Wir wissen immer noch nicht das Item von Tapu Koko. Ja, ich frage mich, ob das vielleicht sogar ein Misplay war. Ich weiß nicht. Mamoswine hätte halt also super viel Druck jederzeit ausgeübt und gegen Magiana wäre es... Magiana, es tut mir leid. Magiana wäre es halt super wichtig gewesen. Ja, wird interessant. Weil Magiana kann hier auf jeden Fall noch Probleme machen, wenn es sich erstmal ein paar Seelenherz-Boosts schnappt. Da kommt auch die Matschbombe ganz einfach. Okay. Ich denke, es war zu erwarten, dass Magiana hier reinkommt. Und das ist problematisch für Felix, wenn er sich jetzt die Boosts abstaubt. Weil selbst dann macht Bionicles auch nicht mehr so viel. Ja. Jetzt, wo es Elektro fällt, das sehen wir wieder, das Fruststampfer. Das ist noch Amoongus, das ich so großartig finde. Das oh mein Schaden. Gott, der Schaden. Das war Crit. Ein Volltreffer. Und da ist der Bizarrum. Den hatte ich auch immer noch im Kopf, bis der existiert. Aber. Also klar, Magiana ist jetzt schneller. Aber bringt das? Nein, ist es nicht, das war ein Speed-Tie. Wow, super unlucky. Und jetzt ist Amoongus natürlich safe schneller als Kaporiki. Das würde es leider besiegelt haben. Also dieser Bizarrum war an der Stelle leider nicht die richtige Entscheidung. Aber die Frage wäre, was hätte er mit Magiana machen können? Ice Beam. Also was anderes würde mir auch nicht einfallen. Ice Beam hätte auch nicht ausgereicht an der Stelle. Ja, eben. Und dann wäre es wieder auf das Speed-Tie angekommen. Also das ist sehr schade, weil Waver sich damit quasi selber ins Ausgekickt hat. Ich glaube, es war aber trotzdem eine kritische Situation. Und auf Felix jeden hatte Fall, da auf jeden an der Fall. Stelle auch immer noch die Oberhand. Von daher, ein GG an Felix, kommt weiter. Genau. Sehr souverän gespielt. Und Waver auch gut ein gespielt. Verdienter Sieg. Ein schönes Match wieder. Ein sehr schönes Match. Jetzt gerade noch unsere kleine Kommentatorpause. Super interessante Pokémon, super interessante Matchups. Gerade Kamerup. Kamerup war schön natürlich zu sehen. Super insane. Mit dem Sub. Sehr gut gespielt am Anfang, wirklich viel Druck gemacht. Ja, Naturkraft, Donnerblitz, das war großartig. Sehr gut gepairt mit den beiden Terrains, hat mir gut gefallen. Aber Felix ist damit gut umgegangen. Ja, hat sich gut von dem Schock erholt, wenn man so möchte. Ja. Und das Ganze dann hinterher sehr souverän runtergespielt, kann man nicht meckern. Ja, da wird sich nochmal über die Matchups ausgetauscht im Nachhinein. Verständlich. Gab einfach super viele Knackpunkte in diesem Match und bin mir sicher, dass wir solche Dinge jetzt Richtung Finale noch öfter sehen werden. Ja. Im Halbfinale Kamerup zu sehen. Ich finde das so cool. Ich komme halt überhaupt nicht drüber. Gerade mit dieser Taktik, die super unkonventionell war. Das stimmt. Das fand ich super. Greife mal hier zu meinem Glas. Mach das. Auf das Kamerup. So, und jetzt kommen wir gleich natürlich nochmal zu Steves Competitive Corner. Und schauen uns an, was er zu diesem Match zu sagen hat. Genau. Du hast eine gute Überleitung vorbereitet, auf jeden Fall. Man kann sich ja mal über andere Dinge unterhalten. Zum Beispiel. Schmeckt dein Wasser? Ja, das ist ja nicht mein Wasser drin. Das ist gut. Ich bin großer Fan von diesem Wasser. Oh, fantastisch. Wir wechseln jetzt. Alles klar, viel Spaß. Hier wird richtig hart gewechselt. Hallöchen, willkommen zurück zur großartigen Analyse. Okay, erstmal, Gratulation, mein lieber Freund. Lange nicht mehr gesehen, wie geht's dir? Was hast du alles erlebt? Wie geht's vor und Kindern? Ja, also, weiß ich nicht. Ist ja schon lange her. Oh, tut mir leid, weiß ich nicht. Nicht so weit weg, besser, alles klar. Hier wird noch nachjustiert. Gut. Ja, schönes Match, schönes Team. Vor allen Dingen, also du hast, glaube ich, gemerkt, dass die Leute so ein bisschen biased waren, weil sie Kamerup gesehen haben. Das ist ja der absolute Off-Meta-Pick. Aber das ist cool. Das ist cool. Auf jeden Fall schön, dass du sehen, gerade so weit vorangeschritten im Match, beziehungsweise im ganzen Turnier. Und vor allen Dingen auch eine große Überraschung. Hast du damit gerechnet, mit dem Donnerblitz sozusagen? Ja. Ernsthaft? Ja, klar. Kennt man. Ich weiß nichts. Also ich habe mal so ein richtig bindendes Team mit Megadianzi gebaut. Und der Land hat auch Nature Power. Und da bin ich halt die Liste von Nature Power durchgegangen. Es war irgendwie gar nicht. Und ich wusste es.
Und ja, da, wer hatte zwei Terrains? Die Mischung war schon, die lag schon da. Okay. Außerdem coverte der Player auch Earth Power, von dem her. Auf jeden Fall. Sehr, sehr schönes Team, muss ich sagen. Und schwer gegen deins vorn zu kommen. Du hast ja Zytomega mitgehabt, Tuzasa zusammen natürlich. Dream Team, würde ich beinahe sagen. Insofern, da ist es grundsätzlich schwer vorbeizukommen, außer man hat die perfekte Antwort. Und die war im gegnerischen Team leider nicht so richtig gegeben. Trotzdem muss man sagen, Kamurop hat schon guten Schaden gemacht gegen viele, viele deiner Pokémon. Insofern, es war sogar fast das nutzhafteste Pokémon im gegnerischen Team. Es gab ein paar Situationen, die der Gegner auch sehr, sehr gut umspielt hat, aber dann leider nicht mehr durchkommen konnte. Der Double Switch zum Beispiel, wo er sich wieder ein bisschen Momentum sichern konnte. Aber wie gesagt, dein Core war einfach zu fest, zu gut und zu solide. Das heißt, selbst mit so guten Doubles, es ist problematisch. Es ist wirklich problematisch. Also Camera-Up war natürlich ein großes, großes Problem. Ich wollte davon Mantine-Team spielen. Aber ja, hat ja auch so geklappt. Was gibt es zu sagen? Also, gegen Kamerup muss ich natürlich sau aggressiv spielen. Ja, klar. Ja, Lando direkt reinholen. Das Lando hat 140 Speed-FVs. Okay. Also, das hat. Ich hab's mir verdient, dass es überlebt, okay? Okay, also es war auch knapp. Es war wirklich knapp, dass der dass es überlebt hat. Insofern gut investiert. Ja, weil das ist gegen Volcarona und so. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Ja, man muss sagen, also wirklich, der MVP aktuell ist definitiv Humongous. Er denkt sich halt, ich bin ein Pilz und der wollte einfach alles. Das denkt niemand, glaube ich. Ja, also ich glaube, mittlerweile ist man schon dagegen gewappnet und sagt, oh shit. Ja. Statt, ein Pilz. Sondern, genau. Ja, gerade im Regenerator-Core mit Reuniclus bzw. Zytomega. Ja, also der hatte keinen Regenerator, der hatte den Magic God. Aber die funktionieren natürlich trotzdem gut zusammen. Ja. Also, Amogus mit Magic God, das wäre was? Nee, ich weiß, was du meinst. Ja, Reuniclus war ein richtig großes Problem gegen sein Team. Vor allem, der ist auch schneller als Mega Kamerupt. Also, vor allem, weil er halt Trick Room Das ist die Frage. Ich habe nämlich so ein bisschen nachgekackt, was so gängig ist. Jetzt theoretisch ist Kamerup Mega im OU ein Punkt schneller als Amogus. je nachdem, als Reuniclus meine ich natürlich. Ist halt ich habe Investment, ich habe nochmal extra Investment. Ja, okay, na gut. ich spiele viel mit dem Extra. Sehr gut, ja. Aber, Reuniclus, ich kann ihn halt auch nicht mit Kamerup ranchen. Ja. Kann ich plus 2 gehen und mich die ganze Zeit gegen recovern. Dann müsste er durchkritten. Genau. Ja, er hatte scheinbar keinen Naturzorn auf dem Fini. Das ist mir aufgefallen, dass Fini irgendwie in eine Situation reingekommen ist, ohne viel zu machen. Also, da hätte ich Auflockern gesehen, da hätte ich Naturzorn gesehen, da hätte ich vieles andere gesehen, aber. Ja, er musste mich auch ein bisschen downshippen, ne? Ich hatte halt Angst, gegen das Koko bin ich raus, auch wenn es jetzt in den Specs war. Gegen das bin ich halt raus, weil ich hatte Angst vor Physical Wild Charge, also C-Move Wild Charge und es killt. Deswegen, Und es war halt, der C-Move hätte echt darauf legen können. Ich meine, es war C-Mariana wahrscheinlich mit Trick Room. Ja. Immer stark von aus, aber. Ja, Reuniclus hat ihn auf jeden Fall echt unter Druck gesetzt. Hatte wenig Antworten dagegen und. Ja, Early Game war schwer zu spielen, habe ich gemeistert und Endgame hat sich dann relativ von alleine gespielt. Er hatte keine Ground Resist mehr, Memo hat halt einen Kill geklemmt. Ich konnte halt einfach Mon Second, Save und dann halt in Memo gehen und dann bekomme ich einen Kill. Und weil ich halt voran in Mons war, 3-5 oder so. Ja, also einfach safe runterspielen. Passt schon. Hat auch funktioniert so. Ich habe gerade ein Zeichen bekommen, dass es direkt weitergeht. Also heute gar nicht mal so viel Zeit oder quasi gegen Ende. Das war kein Speedtime. Trick Room oder so. Trick Room hat minus Priorität. Deswegen war der langsamer. Achso, weil die Leute. Ja, und danach war Mungus halt logisch, weil schneller am Trick Room. Ja, wollte ich bloß. Ich muss aber sagen, ich habe Bizarro-Raum an der Stelle auch nicht hundertprozentig verstanden, weil es eher negativ ist, aber egal. Ja, so, wir kommen jetzt zum nächsten Match. Wir sind das zweite Halbfinale. Deswegen mal gucken, wer dein großartiger Gegner sein wird. Finale, ne? Dann, ja, genau. Ja, perfekt. Ich hoffe, ich bin gespannt. Alles klar, dann nochmal einen guten Kampf. Gratulation und wir sehen uns noch einmal wieder. Hoffentlich, ja. Alles klar. Dann los geht's zum nächsten Match.